Hallo und herzlich willkommen zu den JFrog How-To's. Heute zeige ich dir, wie man on the fly innerhalb der JFrog-Plattform Vulnerability Reports erzeugt. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Okay, sehen wir uns jetzt an, wie man die Vulnerability Reports erzeugt. Dazu geh bitte zu deiner Plattform und logge dich erstmal ein. Nachdem du dich angemeldet hast bei deiner Plattform, kommst du auf den folgenden Screen. Wenn du keine Plattform derzeit hast, bei der du dich anloggen kannst, dann hab doch ein Auge auf unser Free-Tier, da kannst du all das ausprobieren. Ich bewege mich hier gerade auch in einer Free-Tier-Instanz. Prüfe dazu nochmal mein How-To-Free-Tier-Activation oder geh einfach zu jfrog.com/start-free. So, was brauchst du, um in einen Report zu erzeugen? Als erstes brauchst du ein Repository, das schon Content hat. Das heißt, hier habe ich ein virtuelles Docker-Repository erzeugt. Das hat ein lokales Docker-Repository und einmal ein Remote. Und dort habe ich einfach schon mal etwas reingelegt, und zwar hier das Buildpack Docker-Image. Das wollen wir jetzt analysieren oder insgesamt, was hier in diesem Docker-Repository so vorhanden ist. Dazu gehst du zu Security and Compliance. Dann zu Reports. Erzeugen eines neuen Reports. Dann einen sinnvollen Namen aussuchen. In der Free-Tier-Variante kannst du nur nach Vulnerabilities scannen. In allen anderen bezahlten Plänen kannst du dann auch noch nach Lizenzen prüfen. Wir gucken jetzt einfach nach Vulnerabilities. Der Scope ist noch entscheidend. Was möchtest du anschauen? Wir schauen uns hier Repositories an. Das funktioniert bei allen gleich, aber wir machen das jetzt einfach mal für Repositories. Dann werden diese Repositories auch noch selektiert. Hier habe ich zum Beispiel gesagt, ich wollte alle Docker-Images haben und durchscannen. Die wähle ich aus. So, alles, was hier ist, wird dann gescannt. Jetzt habe ich also einen Namen, ich habe den Typus des Reports, ich weiß, ich möchte Repositories scannen und ich habe zwei Repositories ausgesucht. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen verfeinern, zum Beispiel indem man entweder nach einem bestimmten CVE sucht oder dass man zum Beispiel hier angibt, ich möchte nur bestimmte Bereiche mir von diesen CVSS-Scores angucken. Oder ich möchte nur anschauen, was irgendwie vor 3 Tagen bis gestern publiziert worden ist in diesem Repository oder in den Repositories und das Ganze auch mit dem Scandate. Was noch ganz interessant ist, ich möchte zum Beispiel alles haben, was schon einen Fix hat, damit ich mich darauf fokussiere, um das dann zu beheben oder mir eine Sicherheitsanalyse mache, indem ich mir anschaue, was alles noch keinen Fix hat. Ich lasse mir in diesem Beispiel einfach mal alles rausgeben und wir generieren diesen Report. Es wird einige Zeit dauern, bis dann die Daten bereitgestellt werden. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie groß das Repository, also wie viele Inhalte in den selektierten Repositories sind. Danach habe ich folgende Möglichkeit. Ich kann jetzt entweder sagen, ich möchte mir den Report anschauen, ich möchte mir Details zu diesem Report anschauen oder ihn gleich exportieren. Löschen kann ich natürlich auch. Wir schauen uns den jetzt mal an. Hier bekomme ich jetzt die vollständige Liste der gefundenen Sachen von der CVE-Nummer. Dann habe ich hier einen kleinen Summary. Ich sehe, wie das eingestuft worden ist, beziehungsweise ich bekomme hier auch noch detailliertere Informationen, wie das zu dieser Bewertung gekommen ist. Dann ist natürlich interessant, welche Komponente wurde hier infiziert oder welche ist hier betrachtet worden und vor allen Dingen, wo ist das drin? So, und in welchem Repository befindet sich das? So, jetzt habe ich eigentlich alle Informationen zusammen. Wichtig ist natürlich noch, für manche gibt es dann eine Fixed Version und für manche nicht, damit ich dann noch gleich weiß, ob ich mit einem Update das beheben kann. Wenn ich das Ganze jetzt noch exportieren möchte, klicke ich auf Export. Ich kann verschiedene Formate auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal PDF, Export. Jetzt konnte ich das herunterladen, entpacke das Ganze und schaue mir diesen Report jetzt mal an. So sieht ein beispielhafter Report aus. Dort habe ich dann alle Informationen und dann Seite für Seite alles aufgelistet. Ja, und das war es auch schon. Somit kannst du diese Reports, hier kommen wir noch zurück und jetzt wollen wir den Report auch gleich wieder löschen. Schwupps, und weg ist er. Hiermit bist du jetzt in der Lage, ad hoc Anfragen an die bestehenden Inhalte zu machen. Ja, also dann viel Spaß damit.